Hallo zusammen. Ja, es ist, glaube ich, nicht gerade so eine gute Zeit, aber es brennt mir auf der Seele, mein Coronavirus-Teaching. Und zwar, um was es geht. Schau mal, was passiert. Dieser Coronavirus, nimm den mal analog, also Coronas Virus in unserer Welt. Ja, was da jetzt alles passiert. Bei uns im Engadin gibt es seit, glaube ich, 52 oder 53 Jahren den Engadiner Skimarathon. Der wäre jetzt am 6. März, am Wochenende vom 6. März gewesen. Abgesagt. Teilnehmer 18.000. 18.000 Teilnehmer wären gekommen. Und vor lauter Angst, dass sich da der Virus ausbreiten könnte, oder? Das ist ein internationaler Event, wo Leute aus der ganzen Welt hier zu uns ins Engadin kommen, haben die jetzt von Nationalratebene sogar ein Verbot ausgesprochen, diesen Event durchzuführen. Es ist ein Riesen-Event, müsst ihr euch vorstellen. Dieser Event führt jetzt dazu, dass er abgesagt wird. 18.000 mal zwei Logiernächte hier irgendwo im Tal. Bei einem Durchschnittspreis pro Logiernacht, sage ich mal, von plus minus 100 Euro. Ja. Jetzt könnt ihr euch das mal ausrechnen, was das für eine Konsequenz hat. Ja, und dieser Coronavirus, nehmt den mal analog dazu, dass all diese Gedanken und Vorstellungen, wie dieser Coronavirus, alles, was mit dem Coronavirus verbunden ist, diese ganze Angst, wir verzichten alles, wir machen nichts mehr, wir sperren uns ein, wir gehen nicht raus, wir sind wie gelähmt vor lauter Angst. Der Virus könnte uns erwischen und wir könnten sterben. Schon wieder diese Todesangst. Also, es ist da Wahnsinn, oder? Und jetzt nimmst du diesen Coronavirus und nimmst ihn als Sinnbild für die Gedanken, die in uns Menschen herrschen. Wir haben immer Coronavirus-Gedanken. Auch wenn da außen kein Coronavirus ist, in uns drin herrscht die Coronavirus-Hölle. Wir haben so viel Angst vor dem Unbekannten. Wir haben so viel Angst vor Dingen, die uns eingetrichtert werden. Wir haben so viel Angst, das Falsche zu tun, dass wir irgendwann mal nichts tun. Wir bleiben stehen. Wir tun die schönen Dinge, die wir uns wünschen, tun wir nicht. Wir erlauben uns Dinge nicht, die uns glücklich machen würden, weil dieser verdammte Coronavirus in unserem Innersten, in unserem kreativen Zentrum wütet und herrscht. Und zwar immer. Da braucht es nicht noch draußen ein Coronavirus. Aber wenn wir uns dann draußen noch in allen möglichen Coronavirus-Situationen widerspiegeln, dann wird unser Leben zu einem Eisklotz. Wir sind eingefroren. Wir trauen uns nichts zu tun. Wir trauen uns nichts in die Wege zu leiten. Wir trauen uns nicht, die Grenzen zu sprengen. Wir sind einfach da von Angst, Todesangst gelähmt. Ja, und das ist doch der helle Wahnsinn, wenn du das überlegst. Im Außen spiegelt sich nur das, was in dem kollektiven Bewusstsein wohnt, im Innen. Das zeigt sich immer wieder in Außen, in Phasen, in Kampagnen, in Hetzereien und in solchen Virusgeschichten und dann noch Verschwörungsgeschichten hinter Virusgeschichten etc. pp. Und das kann nur ein Ende nehmen, wenn wir aufhören, diese Coronavirus-Mentalität in uns zu schüren. Diese angstbasierte Denken und Handeln, dieses angstbasierte Denken und Handeln in uns. Wenn wir das aufhören und aufhören, immer wieder in dieser Vorsicht und in dieser Überzeugung zu leben, dass wir von irgendeinem Virus, sinnbildlich gesehen, attackiert werden könnten, da draußen im Außen. Nur wenn wir diese ganze Sicherheit finden, die in uns herrscht, die wir wirklich sind, die unsere wahre Identität und Mentalität, unsere Spiritualität, wie du es nennen möchtest, deine Wahrheit, das, was wahr ist, erlaubt Lebensfreude. Wir sind dazu da, um
diese Coronaviren auszurotten. Und das können wir nur, indem wir diese Coronaviren in unserem Denken ausrotten, in unserem Fühlen, in unseren Handlungen, die alle angstbelegt sind, die uns nicht erlauben, dass wir uns was zutrauen. Dann werden wir im Außen auch keine Coronaviren oder sonstige SARS oder whatsoever, name it as you like it, werden wir nicht mehr kreieren. Dann werden wir im Außen Menschen haben, die cool sind, Menschen haben, die sagen, ja, wir sind nicht gefährdet, wir kreieren aus Liebe, wir kreieren aus dem Herzen. Und da, wenn wir aus diesem Punkt, aus diesem Standpunkt, aus dieser Blickweise, aus diesem Zustand heraus kreieren, dann werden wir safe, weil wir sind ja safe. Nur wird uns vorgegaukelt, dass wir nicht safe sind und dass wir die ganze Zeit durch irgendwas attackiert werden können, was aus dem Nichts herauskommt. Merkst du das? Das ist in den meisten drin. Danke für die Herzchen. In den meisten drin, diese Angst, oh Gott, hoffentlich mache ich nichts falsch, hoffentlich werde ich nicht irgendwie kalt erwischt, hoffentlich kommt nicht irgendwie die Strafe, hoffentlich habe ich mich nicht zu viel und zu stark gefreut und. Das ist diese Haltung, die in so vielen Menschen vorherrscht, sich jetzt wieder mal pam zeigt, um die Augen zu öffnen, um klar zu machen, hey, wow, wir kreieren hier unsere Welt, unser Kollektiv. Was ist denn für ein Virusdenken in den meisten Leuten? Dieses Angstvorherrschenden. Alle leben hinter ihrer scheiß Maske im Herz. Ja, diese Virusmasken, die hast du auf dein Herz platziert, damit da ja niemand rein und ja niemand rauskommt, weil es ja so gefährlich ist, es zu öffnen. Glaub die Scheiße nicht, ehrlich. Nichts von dem stimmt, nichts von dem hat mit dieser Wahrheit zu tun, aus der wir Menschen hierher gekommen sind, geschaffen worden sind, aus der wir dieses Leben leben dürfen, genießen dürfen, uns freuen dürfen. Und wir sind nicht ausgeliefert. Weder unseren Gedanken noch irgendeinem S-Virus. Das war meine Message. Es gibt kein Virus. Nirgendwo. Wir machen die alles selber und wir müssen alle aufhören, diese Viren in die Welt zu setzen. Diese Viren der Angst, des Schreckens und des Horrors und des Hasses und des Neids und der Missgunst. Es ist nur ein Sinnbild für dieses innere Angstgedenke und Gefühle in uns. Drop it. Lass es fallen. Geh in die Freude. Freudig, weil du bist hier, weil du darfst einen Beitrag leisten, weil du darfst mitkreieren aus deinem Herzen heraus. Und das ist jeden Moment ein Grund der Freude. Und darum geht's. Du hast nur diesen einen Moment. Und wie lange jeder für sich sich einen Moment versaut mit irgendwelchen Dünnsinngedenke, Dünnsinnvorstellungen, Dünnsinnsüberzeugungen. Das bleibt dir eben selber überlassen, aber diesen einen Moment, den kannst du wiederholen, dann fühlst du dich Moment für Moment schlecht oder du lässt es bleiben und du änderst es. Switch. Und diesen Virus können wir nur bekämpfen, indem wir in die Liebe und in die Freude gehen. Und das können wir, wenn wir mal wirklich wissen und herausgefunden haben, wer wir wirklich sind. Ich komme immer wieder dazu. Und es ist die einzige Wahrheit. Und es ist die Wahrheit, die Basis für mein Teaching ist und vielleicht auch für meine laute, krasse Stimme, die jetzt manchmal wieder zum Vorschein kommt, weil ich es so sicher weiß, weil ich es einfach weiß, Leute. Wir sind nicht das, was wir denken. Wir sind spirituelle, liebende Perfektionen. Und wenn du meinst, wissen willst, was ich genauer damit meine, kauf die Teachings von den Heilabenden oder kauf My Magic. Ich erkläre es ganz, ganz genau. Und es hat schon ganz schön viele erhoben und bemächtigt und ermächtigt, einfach nur zu kapieren. Oh wow, genau, ich habe schon immer gespürt, dass das meine Wahrheit ist. Letztendlich doch neue Leute da. Dankeschön und tschüss.